Yo, servus Leute, hier ist der Killpro und ja, hört mal wieder zum neunten Video. Und ja Jungs, heute werde ich euch meine Stats zeigen im Zombie, da ich vorher Level 1000 geworden bin. Aber vorab Jungs möchte ich sagen, dass ich in einem Team bin, in einem Zombie-Team, das nennt sich FZH, also Fearing Zombie Hunters. Und ja Jungs, da wird ausschließlich Zombie kommen auf dem Kanal, also wer sich irgendwie für Gameplays interessiert oder was weiß ich was, der sollte lieber nicht vorbeischauen, das ist eigentlich nur für Leute, die sich wirklich für Zombie interessieren. Ja, es sind nicht viele Videos am Kanal, da wir echt lang inaktiv waren. Aber jetzt, wenn wieder mehr Videos kommen und das letzte Video ist auch von mir, ja, wäre auf jeden Fall korrekt, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und wenn es euch gefällt hat, auch ein Abo da lassen würdet. Und ja, Jungs, wie ihr seht, Jungs, ich bin Level 1000. Ja, werde ich jetzt ein bisschen ein paar Sachen zeigen. Beginnen wir gleich, ja, hier 911.000 Abschüsse, ziemlich nice eigentlich. Ja, Jungs, man kann eigentlich nicht so auf die Stats schauen, weil ich nicht weiß genau, wenn man dasht oder quittet oder wie das auch immer ist, was halt abgezogen wird von den Sachen und was nicht. Also kann auch sein, dass ich irgendwie mehr Kills habe oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da nicht ganz so drauf schauen, aber ungefähr wird es halt, denke ich, schon stimmen. Ja, hier Abschüsse. Zum Beispiel hier werden nur 89.000 angezeigt, aber ich denke schon, dass die 911.000 Abschüsse stimmen. Ich denke, das müsste erst wieder aktualisiert werden. Und ja, wie gesagt, Platz 474. Ich werde das Ganze jetzt so durchgehen. So ist besser. Und ja, falls ihr interessiert, kann er ja auf Pause schalten und er kann sich das Ganze anschauen. Ja, Jungs, wie gesagt, das Zombie-Spielen hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich spiele seit Wochen nur noch Zombie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Zombie-Community, Jungs, die ist um einiges angenehmer, auch von den Leuten her und so. Nicht so wie dieses ganze Gameplay-Zeug und so, wo sich die Leute irgendwie nur gegenseitig haten, beleidigen und so. Wegen einem fucking Spiel. Eigentlich kommt alles wirklich oft nur wegen einem Spiel. Und man sollte sich nicht wegen so einem Spiel beefen oder so, sondern ein Spiel ist da, um Spaß zu haben und einfach seine Freizeit zu vertreiben. Und nicht irgendwie, um sich irgendwie zu messen oder sowas. Dafür ist ein Spiel echt nicht da. Und wie gesagt, in der Zombie-Community ist das halt echt anders, gibt es zwar auch ein paar Spasten, aber ja, Jungs, hier die besten Listen brauche ich eigentlich gar nicht so wirklich zeigen. Da zum Beispiel hier auf der Map habe ich eigentlich 107 auf Giant Solo und hier wird das nicht angezeigt, da ich halt rausgeflogen bin, und Coop habe ich auch 98. Wird halt auch nicht angezeigt, weil wir rausgeflogen sind, deswegen Jungs. Wenn sich irgendwer für meine Runden interessiert, könnt ihr es ja unten reinschreiben, dann kann ich euch das ja beantworten. Und falls nicht, dann halt nicht. Ja, das wollte ich euch halt zeigen. Meine Kaugummis kann ich auch noch ja zeigen. Ja. Muss ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Seht ihr alles. 120 mal Popshocks, 11 mal Extrasüchtig leider nur. Ah, naja. Das geht schon alles. Habe auch echt viel Geld ausgegeben für die Kaugummis. Sollte man echt nicht machen. Aber auch egal. Das Geld kriege ich nie wieder zurück. Deswegen aufregen bringt sich nichts. Und ja Jungs, wie gesagt, das war das Video, ihr könnt mir unten reinschreiben, ja, was ich so bringen soll in Zombie, irgendwelche Guides oder irgendwie, wie man am besten auf eine Highrank geht, was weiß ich was, es gibt zwar schon genügend Videos, aber ich habe sowieso keine richtigen Ideen, deswegen könnt ihr das unten reinschreiben. Und ja Jungs, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und haut da rein.